Heute vor genau 3 Jahren kam das erste Video auf RGE online. Ja, richtig gehört. Ich mache seit mittlerweile 3 Jahren Videos auf YouTube. Selbst für mich ist das irgendwie schwer zu glauben. Diejenigen, die mich schon seit Anfang anschauen, wissen, dass ich davor bereits einige Walkthroughs gemacht habe, aber das erste richtige Video kam am 28. März 2014. Und seit dieser Zeit ist eine Menge passiert. Juan wurde Teil der Show, mein Let's Play-Kanal wurde gegründet und ich habe mittlerweile mehr als 80 Videos auf RGE hochgeladen. Aber das ist nicht alles. Denn seien wir mal ehrlich, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Mehr als 25.000 Menschen haben sich dazu entschieden, mich zu abonnieren und schauen sich regelmäßig den Blödsinn an, den ich produziere. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber auf jeden Fall ein Danke dafür. Wie gesagt, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen möchte ich heute die Top 10 Kommentare honorieren, die ich in 3 Jahren YouTube bekommen habe. Und Juan, wenn du vielleicht die Kommentare für mich vorlesen könntest, dann wäre das natürlich großartig. Klar, Mann. Gut, dann fangen wir mal an. Auf Platz 10 haben wir ein klassisches Beispiel für YouTube-Kommentare. Du Idiot, du Arschloch. Kein richtiger Pokémon-Fan würde Yo-Kai Watch spielen, weil ein richtiger Pokémon-Fan würde die Finger von dieser versmutzte Pokémon-Kopie lassen. Aloch, 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 Aloch. Erstmal, was genau ist ein Arschloch und ein Idiot? Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Allerschlauste, aber ich glaube, in diesem Kommentar sind einige recht. Schreibfehler. Ich glaube sogar, dass mehr Wörter falsch geschrieben sind, als Wörter, die richtig geschrieben sind. Und das soll schon was heißen. Und warum genau müssen solche Leute immer alles groß schreiben? Gibt es dafür einen Grund? Ich meine, ich verstehe euch auch so. Ihr müsst dafür nicht schreien, okay? Ich habe mich übrigens bewusst dazu entschieden, dass ich weder das Profilbild noch den Namen zensieren werde, einfach damit ihr mal wisst, was das eigentlich für Leute sind, die solche Kommentare verfassen. Also, Mirjam Steiner, vielen Dank für diesen großartigen Kommentar. Heißt du eigentlich wirklich Mirjam Steiner? Wenn ich mir die Rechtschreibfehler in diesem Kommentar anschaue, dann bezweifle ich es, dass du es überhaupt geschafft hast, deinen eigenen Namen richtig zu schreiben. Wahrscheinlich heißt der Kommentarschreiber in Wirklichkeit Mario Schröder oder so. Bei den ganzen Rechtschreibfehlern weiß man es ja nicht so genau. Nun auf jeden Fall, solche Kommentare bekommt man relativ oft. Kommentare mit zig Rechtschreibfehlern, Kommentare ohne korrekte Zeichensetzung oder einfach generell Kommentare, bei denen man sich denkt, hat diese Person jemals im Leben ein Buch in der Hand gehabt? Manchmal wage ich das zu bezweifeln. Aber gut, kommen wir doch mal zum nächsten Kommentar. Jetzt kommen wir zu einem Kommentar, der auch von Juan geschrieben worden sein könnte. So peinlich, nur weibliche, hässliche, außer Hydropi und Ampharos und Evoli, Pokémon, die keiner mag. Du bist so ein Opfer. Komm doch her, 1 gegen 1, du Mädchen. Also, ernsthaft, was soll das? Ich finde vor allem den Anfang ganz super. So peinlich, nur weibliche, hässliche Pokémon, außer Hydropi, Ampharos und Evoli. Bei einer Top 10 Liste wären das doch trotzdem nur 7 von 10. Also, ja, also ich fand deine Liste ganz scheiße und so, außer vielleicht das und das. Aber der Rest war wirklich scheiße. Scheiß Video. Und mal ganz davon ab, wie genau muss ein Pokémon aussehen, damit es weiblich ist? Ich meine, rein faktisch gesehen, kann so gut wie jedes Pokémon männlich oder weiblich sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Herr Jan Besjak, aber die meisten Pokémon können sowohl männlich als auch weiblich sein. Daher verstehe ich den Sinn des Kommentares nicht so ganz. Und natürlich auch in diesem Kommentar so gut wie keine Zeichensetzung. Es sind zwar 3 Pokémon in Klammern geschrieben, aber der Rest wohl eher nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass er es zumindest geschafft hat, auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Also dafür schon mal Respekt. Aber das Beste an dem Kommentar ist natürlich das Ende. Komm doch her, 1 gegen 1, du Mädchen. Ich würde ja echt liebend gerne gegen dich kämpfen, aber gegen 10-Jährige zu gewinnen ist mir doch etwas zu einfach. Deswegen ja, ein verdienter 9. Platz für Jan. Kennen wir sie nicht alle? Die Besserwisser auf YouTube. Ich mag Pokémon. Sohne auf Platz 1 sollte Pokémon Sohne sein. Lern bitte, bitte schreiben. Nichts gegen dich, aber es heißt Sonne. Ich kann verstehen, dass es einige Leute gibt, die andere gerne verbessern. Aber wenn man das macht, dann sollte man doch selbst zumindest keine Fehler machen. Ich weiß auch nicht. Solche Kommentare kommen aber auf jeden Fall auch ziemlich oft vor. Kommentare, die andere verbessern, aber selbst Fehler machen. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das komisch. Was mich vor allem interessieren würde, wie kann es eigentlich sein, dass in Zeiten von Autokorrektur Leute so wahnsinnig viele Fehler machen. Gut, nicht jeder schaut YouTube auf dem Handy, aber wenn man mal nicht weiß, wie man ein Wort schreibt, warum googelt man das nicht einfach? Und ich meine, normalerweise sind es auch echt keine schwierigen Wörter. Ich kann auch nicht jedes Wort perfekt schreiben, aber zumindest die leichten Wörter sollte man doch so langsam mal verstanden haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kommentarschreiber sind, aber das Wort Sonne sollte man eigentlich schon in der Grundschule gelernt haben. Und dasselbe gilt auch für das Wort lernen. Also, ja.
Auf jeden Fall, ich wäre euch allen sehr, sehr dankbar, wenn ihr das ein oder andere Mal auf eure Rechtschreibung achten würdet. Das wäre echt super. Retropi, weißt du schon mal, was du oder ist Typ Gestein und er ist so heiß, dass keinem was an ihnen kommen, Läuse? Hast du nicht, du weißt gar nichts über Pokémon, du bist echt eine B***. Moment. Was? Bin ich der Einzige, der so gut wie gar nichts verstanden hat? Ich meine, ich verstehe die Wörter, aber mir erschließt sich der Sinn nicht so ganz. Zuerst geht es irgendwie um Pokémon, ich meine, dort steht Typ Gestein, und dann kommt irgendwas von Läusen, und am Ende geht's wieder zu Pokémon, und auch hier wäre es wieder gut gewesen, wenn man auch nur einmal vielleicht irgendwo einen Punkt oder ein Komma hingesetzt hätte, aber nein, einfach gar nichts. Und wer zum Teufel ist Retropi? Ist das eine Mischung aus RGE und Hydropi? Ich habe absolut keine Ahnung. Manchmal bekomme ich einfach Kommentare, bei denen ich mir nur denke, was? Was will er mir damit sagen? Was soll das? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Wenn es irgendjemanden von euch gibt, der meint, verstanden zu haben, was er mir sagen möchte, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Denn um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich neugierig, um das herauszufinden. Lieber DJ Mo, wenn du jetzt gerade selbst zuschaust und dir denkst, ja, diesen Kommentar habe ich mal geschrieben, als ich unter sehr starkem Alkoholkonsum war, dann schreib mir bitte in die Kommentare, was du eigentlich meintest. Insofern du dich erinnerst. Alle Kommentare, die wir bisher gesehen haben, hatten entweder schlechte Rechtschreibung, keine Zeichensetzung oder machten einfach keinen Sinn. Aber jetzt kommen wir zu Kommentaren, die mich auf ihre ganz eigene Art faszinieren. RGE, ich schreibe in Latein viele Einsen. Ich fahre heute auf den Bauernhof. Heute fahren wir ins Schwimmbad. Ja. Vielen Dank für die Kommentare, aber was genau hatte das jetzt mit dem Video zu tun? Sind wir hier auf Facebook oder Twitter? Mir ist es ziemlich egal, ob ihr heute ins Schwimmbad fahrt oder auf den Bauernhof oder nach McDonald's. Was soll ich mit diesen Informationen anfangen? Ich weiß es nicht. Ich frage mich vor allem auch, was in den Köpfen der Kommentarschreiber in diesem Moment vor sich geht. Ja, ich habe jetzt ein Video über Pokémon geschaut. Was schreibe ich denn jetzt mal in die Kommentare? Ach ja, wie wär's damit? RGE, ich schreibe in Latein viele Einsen. Einfach nur großartig. YouTube war zwar mal für eine Zeit lang mit Google Plus verknüpft, aber das heißt nicht, dass man YouTube als Social Media benutzen muss. Ich glaube, ich spreche für die Mehrheit, wenn ich sage, bitte schreibt solche Informationen nicht auf YouTube, denn hier wird es absolut niemanden interessieren. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingskommentare. Ich habe nur wegen Herbert oder so eingeschalten. Viele von euch werden sich jetzt denken, Moment, was? Dasselbe habe ich mich am Anfang auch gefragt. Aber ich glaube, mit Herbert meint er Juan. Jetzt mal ohne Witz. Der Name Juan wurde sicherlich schon mehrere tausend Male falsch geschrieben. Und um ehrlich zu sein, ich kann's nicht so ganz verstehen. Ich meine, es steht im Titel, ganz am Ende, RGE und Juan. Es ist nicht so schwer. Wenn Juan ein wichtiger Teil des Videos ist, dann steht meistens sein Name im Titel. Also wie kann man den Namen dann noch falsch schreiben? Ich verstehe es einfach nicht. Und ernsthaft, ich habe schon zig verschiedene Variationen von Juan gesehen und so langsam überrascht mich gar nichts mehr. Die meisten schreiben einfach Juan, also H-U-A-N. Aber ich habe auch schon Juan gesehen, also C-H-U-A-N. Oder wie gefällt euch Juan? H-O-A-N. Ernsthaft, Leute? So schwer ist es nicht. Aber ich glaube, Herbert wird für immer mein Favorit bleiben. Zugegeben, der Name kam wahrscheinlich durch Autokorrektur zustande, aber dennoch, ich find's einfach wahnsinnig lustig. In den 3 Jahren, die ich jetzt Videos auf YouTube mache, gab es das ein oder andere Video, welches die Menschen regelrecht in Aufruhr versetzt hat. Eins dieser Videos ist Top 5 Videospielcharaktere. Es war mein April-Scherz des letzten Jahres. In diesem Video habe ich über 5 Videospielcharaktere geredet und denen immer falsche Namen gegeben. Zum Beispiel habe ich Link Zelda genannt oder Kirby Pummeluff. Dass einige den April-Scherz nicht so ganz verstanden haben, ist nicht wirklich überraschend. Deswegen kam es zu ziemlich vielen lustigen Kommentaren. Zum Beispiel diesen hier. Das ist Link, nicht Zelda. Du bist eine Schande. Wario, gelb. Luigi, grün. Waluigi, lila. Lern die Namen und dann kannst du so ein Video machen. Kommt so vor, als hättest du diese Spiele nie gespielt. PS, Pummeluff ist ein Pokémon, meinst du nicht Corby? Zuerst einmal, wie kann es eigentlich sein, dass es einige Menschen gibt, die den Sarkasmus in dem Video nicht verstanden haben? Wie offensichtlich muss ich es eigentlich machen, dass ich einen Scherz mache? Aber reden wir mal über den Inhalt des Kommentars. Also, er klärt mich über die ganzen Videospielcharaktere auf. Okay, aber anscheinend kennt er sich selbst auch nicht so gut aus, denn er nennt Kirby Corby. Und nicht nur das, aus Zelda mit Z wird Zelda mit S. Und natürlich ist auch Pummeluff noch falsch geschrieben. Wenn man schon einen auf dicke Hose macht, dann sollte man doch zumindest selbst die Namen kennen. Um es mit den Worten von Pio Atragi zu sagen, du bist eine Schande.
Seien wir mal ehrlich. Eine der besten Sachen daran, YouTuber zu sein, sind die Hater. Leute, die einfach alles negativ bewerten und blöde Kommentare schreiben. Normalerweise hält sich das aber in Grenzen. Der Hater schreibt einen Kommentar, wird geblockt und damit hat sich die Sache. Aber manchmal ist das nur der Anfang. Schaut euch mal diese Kommentare hier an. Deine Videos sind schlecht. Du bist scheiße. Du Missgeburt. Dein Video ist scheiße. Deine Videos sind scheiße. Deine Videos sind schlecht. Dein Video ist ziemlich schlecht. Deine Videos sind schlecht. Bitte schließe deinen Kanal. Jupp, zig verschiedene Kommentare von derselben Person von zig verschiedenen Accounts. Einfach nur großartig. Es gibt einige Menschen, die kein Leben haben und dann gibt es noch diese Art von Person. Ich frag mich da nur immer, was im Leben schiefgelaufen sein muss, damit man solche Kommentare schreibt. Und vor allem, warum erstellt man sich dafür zig verschiedene Accounts? Um ehrlich zu sein, das wäre es mir die Mühe nicht wert. Und außerdem, können wir vielleicht mal darüber spekulieren, wie alt diese Person vielleicht sein mag? Die offensichtliche Antwort wäre, dass diese Kommentare von einer 10-jährigen Person ohne Leben stammen, aber die Rechtschreibung ist ziemlich gut. Es wurde zum Großteil sogar auf Zeichensetzung geachtet. Und auf YouTube soll das schon was heißen. Aber dann schaut man sich mal die Namen der Accounts an und merkt schon so langsam, es ist doch nur ein 10-Jähriger ohne Hobbys. Wenn es ein Video gibt, das mich in einige Schwierigkeiten gebracht hat, dann ist es 5 Gründe, warum Pokémon Go nicht so super wird. Das Video hat knapp 50% Dislikes und das soll schon was heißen. Man merkt also schon, das Video kam jetzt eher nicht so gut an. Einige Kommentare waren sogar so krass, dass ich mich letztendlich dazu entschieden habe, die Kommentare unter dem Video auszuschalten. Aber zu der Zeit, als sie noch an waren, kam es zu einer ziemlich interessanten Situation. Schaut euch mal das hier an. Also ich würde ein Relaxo ins EM-Team nehmen als Torhüter. Halt's Maul, ihr alle. Fick deine Mutter, was kannst du eigentlich? Dislike, juhu. Du bist scheiße, RGE. Tomatensaft. Maul, RGE. Fick dein Mutter. Seht ihr, wie der erste Kommentar dieser Person noch vollkommen normal ist? Aber sobald die Person dann das Pokémon Go-Video gesehen hat, wird sie zu einem Hater. Alle Kommentare, die danach kamen, waren nur noch Hasskommentare. Und das ist ziemlich interessant. Ich wusste gar nicht, dass man wegen eines Videos so unglaublich wütend werden kann, dass man danach unter die anderen Videos, egal worum es geht, einfach Hasskommentare schreibt. Aber okay, Daniel Malta, wenn du meinst, dass das das richtige Verhalten ist, dann okay. Ich find's einfach generell interessant, dass meine Meinung, dass Pokémon Go jetzt eher nicht so gut wird, generell einfach nicht akzeptiert wird. Und um ehrlich zu sein, Pokémon Go war jetzt auch echt nicht so super. Von daher, naja, was will man machen? Daniel Malta, falls du gerade zuschaust, du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob dir Pokémon Go wirklich so sehr gefallen hat. Es würde mich sehr interessieren. Aber nun gut. Gut, genug davon. Kommen wir mal zu Platz 1. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingskommentar. Er ist einfach nur... Nun ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, es wäre wohl am besten, wenn ich euch den Kommentar einfach zeige. Weißt du, RGE, ich finde es sehr schade, dass ein solch infantiler Kindergärtner wie du die Erlaubnis hat, sich mittels Videos zu verbreiten. Dieser Müll wird teilweise von Kindern angeschaut, die sich davon beeinflussen lassen und noch gar nicht dazu fähig sind, zu erkennen, dass dieser Blödsinn, den du hier verbreitest, Blödsinn ist. Zum Beispiel Plusle und Minun, oder wie diese beiden Pokémon heißen, es gibt Leute, die diese Pokémon mögen und du machst diese Pokémon dann herunter. Das gleiche gilt auch für alle anderen, die hier in diesem Video vorkamen. Lass doch diesen Menschen ihre Lieblings-Pokémon, ohne dass du sie beleidigst und schlecht machst. Du musst sie ja nicht mögen, aber es gehört auch Verantwortung dazu, einen YouTube-Kanal zu führen und es wäre deshalb schön, wenn du nicht deine Meinung so propagierst, dass sich noch unreife Kinder davon beeinflussen lassen. Hoffe, du berücksichtigst das in Zukunft. Moment, was? Eins nach dem anderen. Hat er mich gerade einen infantilen Kindergärtner genannt? Gut, der Teil mit dem Infantil stimmt, aber Kindergärtner? Ich weiß ja nicht so genau. Und verstehe ich das eigentlich richtig? Er möchte mir verbieten, meine Meinung mitzuteilen? Schon mal was von Meinungsfreiheit gehört? Und mal ganz davon ab, in dem Video habe ich nur über Pokémon geredet. Über meine Meinung, über einige Pokémon. Ist das echt ein so großes Problem? Ich darf doch wohl noch meine Meinung sagen, oder? Ich habe meine Meinung und ihr habt eure. Und das ist gut so. Wäre es nicht unglaublich langweilig, wenn wir alle dieselbe Meinung hätten? Ich glaube, was ich an diesem Kommentar so sehr liebe, ist einfach die Ernsthaftigkeit, mit der er geschrieben wurde. Fast schon so, als würde ich meinen YouTube-Kanal dafür benutzen, um politische Propaganda zu machen. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich rede doch einfach nur über Videospiele. Wo ist das Problem? Wenn solche Leute doch mal ihre Energie in wirklich wichtige Dinge stecken würden, wie zum Beispiel Politik, dann wäre die Welt bestimmt ein besserer Fleck. Aber naja, ich bin halt auch nur ein infantiler Kindergärtner. Also, was weiß ich schon. Aber wie dem auch sei, meiner Meinung nach ist dieser Kommentar von Raphael Benecke der beste Kommentar, den ich in 3 Jahren YouTube bekommen habe.